Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir schreiben den 23. Juli 2024, damit ist es Zeit für das Camper-Update für den Monat Juli. Und das sind unsere Themen, Modelle 2025 und wir machen ein kleines Update zum Caravan-Salon 2024. Das heißt eigentlich nichts Negatives an irgendwelchen Sachen, die so auf der Welt passieren im Campingbereich, sondern einfach nur ein paar Informationen und los geht's nach dem Intro. Wer die aktuelle Promobil zu Hause hat, der weiß, es gibt auch im Jahre 2025 neue Modelle. Und wie das passiert, warum? Weil natürlich der Caravan-Salon Düsseldorf vor der Tür steht und immer im Vorfeld werden dort Fahrzeuge schon präsentiert. Live anschauen, ja, das könnt ihr, das interessierte Publikum, natürlich auf der Messe die ganzen Fahrzeuge, die vorgestellt werden. Ja. Wo noch in den letzten beiden Jahren Ford Transit als Basisfahrzeug sehr stark im Aufschwung war, scheinen die Hersteller nun wieder nach Italien zu blicken und auf den Fiat Ducato 8 zu setzen. Denn wenn man mal nachschaut, die Modelle 2025 sollen unter anderem der neue Karmann Davis Etrusco CV, der Pösse Summit Shine 600R und die neuen Baureihen Flip von Forster und die Twin Fresh von Adria auf Ducato 8 gebaut werden. Ja, und neben den Fiat Ducato wird auch der Mercedes Sprinter nächstes Jahr häufiger zum Einsatz kommen. La Strada setzt beim Regent E auf den Sprinter. Pössl bringt mit dem Namen Roadster X einen Allrad-Camper-Van auf Sprinter-Basis raus und auch Weinsberg setzt auf den Sprinter bei seinem Offroad-Camper Weinsberg Expedition. Ja, mit dem Komfort eines Liners, ja, da will Knaus mit den Cascan mit dem Sprinter als Basisfahrzeug dies alles in einen Kastenwagen unterbringen. Mal gucken, ob er zur Messe fertig wird. Die ersten Impressionen konnte man ja schon sehen. Worauf wir gespannt sind, ist einfach, welche Fahrzeuge auf MAN und VW-Basis sind oder ob es sogar schon Fahrzeuge gibt mit dem Jumper-Boxer-Automatikgetriebe. Weil das war ja immer der Star bei Fiat. Mal gucken, ob es jetzt bei Citroën und Peugeot oder halt auch Opel endlich soweit ist. Es sind noch knapp 38 Tage, dann startet die Weltleitmesse für mobiles Reisen. Vom 30. August bis 8. September wird der Caravan-Salon in Düsseldorf erneut zum Zentrum der Caravaning-Welt. Wir haben heute einen ganz wichtigen Tipp natürlich für euch, für die Vorbereitung. Wir haben es euch schon in den diversen anderen Videos gesagt. Trotzdem jetzt hier nochmal der absolute Tipp. Denn ihr müsst auf den Blog von hinfahren.de gehen und dort werdet ihr alle Informationen kurz und knapp zum Nachlesen finden. 15 Minuten, nehmt euch die Zeit, lest euch den Blog einfach mal durch und da habt ihr, welche Marken sind in welchen Hallen, was gibt es Neues. Es lohnt sich effektiv, diesen Blog zu lesen. Und neben spannenden Modellen, was wir euch eben gerade erzählt haben, könnt ihr euch auch auf den Bühnen der Messe auf tolle Vorträge freuen. So ist nämlich auch Katja von hinfahren.de gleich am Preview Day und am Samstag mit ihrer Story Nordcup zu hören. Das empfehlen wir euch auf jeden Fall. Ja, und auch uns, also Stefan, der ist nebenan, der ist gerade am Recherchieren. Alles für unsere Vorträge könnt ihr am ersten Wochenende auf der Bühne der Travel Nature in Halle 7 treffen. Wir werden zwei spannende Vorträge für euch vorbereiten. Wie gesagt, Stefan ist gerade dabei, was zu lesen. Am Samstag 16.30 Uhr, Norwegen, Land der endlosen Weiden. Da haben wir richtig tolle, ja, neue Szenen für euch im Petto. Und am Sonntag 12.30 Uhr, das wird euch jetzt vielleicht irritieren, der unsere Videos kennt, Schottland. Einmal muss man dorthin. Und da werden wir euch erklären, warum man auf jeden Fall mal in Schottland gewesen sein muss. Und wir hoffen, wir können euch dort begrüßen. Ja, die Tickets, die bekommt ihr wie immer unter shop.messe-düsseldorf.de. Es sind auch noch gute Anzahl an Tickets da. Und ihr wisst auch, die Kapazitäten an den Stellplätzen für Reisemobile ist wie jedes Jahr stark begrenzt. Und was auch vielleicht daran liegen könnte, warum die Auslastung
noch nicht so stark ist, denn die Zufahrt zum Stellplatz am Anreisetag ist erst ab 19 Uhr möglich. Was wir davon halten, wissen wir jetzt aktuell noch nicht, werden wir euch aber in einem der nächsten Messe-Updates auf jeden Fall sagen. Aber wie gesagt, wir haben euch hier mal einen Blick. Das ist ein Bild vom Sonntag gewesen, dem 21. Ihr merkt, also ja, der 100-Tag wird die Auslastung ein bisschen höher, aber die meisten sind noch sehr gut dabei. Ja, dies war schon kurz und knapp das Camper-Update für den Monat Juli. Das nächste Update gibt es Ende August dann zum Caravan-Salon. Solange wünschen wir euch eine schöne Sommerzeit und wunderbare erholsame Tage, ob im Urlaub oder an den Wochenende. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao!